Hallo, ihr fantastischen Menschen. In diesem Video widme ich mich endlich mal den Pokémon-Spielen auf den Gameboy. Wie entstand eigentlich dieser ganze Hype und wieso ist das Spiel ausgerechnet auf den Gameboy erschienen? Alles begann in den 70er Jahren mit der Kindheit von Satoshi Tajiri. Er wuchs in einem Vorort von Tokio auf und verbrachte seine Freizeit damit, Insekten zu sammeln und zu katalogisieren. Diese Leidenschaft für das Entdecken und Sammeln in der Natur inspirierte ihn später dazu, ein Spiel zu entwickeln, das dieses Erlebnis digital nachahmt. Tajiri nannte sich selbst einen Insektenfänger und träumte davon, seine Liebe zur Natur und zum Sammeln von Kreaturen mit anderen zu teilen. 1981 gründete er das Magazin Game Freak. Ursprünglich war es ein Fanmagazin, das Spielanleitung und Tipps für die damals auch junge Videospiel-Community veröffentlichte. Aber Tajiri wollte mehr als so über Spiele zu berichten. Er wollte sie selber entwickeln. So geht es, glaube ich, vielen von uns. So wurde Game Freak schließlich in ein Entwicklungsstudio umgewandelt. Das erste Spiel von Game Freak war Mendel Palace, das 1989 veröffentlicht wurde. In Japan hieß es übrigens Quinty. Mendel Palace war ein farbenfrohes und herausforderndes Puzzlespiel für das Nintendo Entertainment System. In diesem Spiel bewegte der Spieler eine Figur über ein Raster und musste Gegner besiegen, indem er sie in Wände schleuderte. Es war ein unterhaltsames und kreatives Spiel, das zeigte, dass Game Freak ein Händchen für originelle Spielideen hatte. Ein weiteres frühes Werk von Game Freak war Yoshi. Ein Puzzlespiel, das 1991 für das NES und den Game Boy entwickelt wurde. Game Freak arbeitete dabei eng mit Nintendo natürlich zusammen. In Yoshi standen die beliebten Mario-Charaktere im Mittelpunkt, besonders der sympathische Dinosaurier Yoshi natürlich, der ja damals Anfang der 90er Jahre relativ neu war. Die Spieler stapelten verschiedene Arten von Monster und Yoshi-Eier, mussten diese so platzieren, dass sie sich auflösten und Punkte sammelten. Es war ein einfaches, aber fesselndes Spiel, das sowohl Kinder als auch Erwachsene begeisterte. So typisches, gutes, einfaches Puzzlespiel eben. Diese frühen Titel zeigten schon damals das kreative Potenzial von Game Freak. Die Erfahrungen und Erfolge mit diesem Spiel ebneten den Weg für spätere und bekanntere Projekte wie eben Pokémon. Es ist wirklich faszinierend zu sehen, was aus kleinen Anfängen dann etwas Großes entstehen kann. Mendel Palace und Yoshi mögen heute nicht mehr jedem bekannt sein, aber ohne diese ersten Schritte hätte es vielleicht niemals das Phänomen Pokémon gegeben. Hier zeigt es natürlich auch, dass diese Spiele schon eine enge Zusammenarbeit mit Nintendo hatte, was dann später die Pokémon-Serie natürlich ja etablierte. Satoshi Tajiris Kindheit, seine Liebe zur Natur und seine Begeisterung für das Sammeln von Insekten legten also den Grundstein für die Entstehung von Pokémon. Von einem Fanmagazin zu einem renommierten Entwicklerstudio, von Mendel Palace bis zu Yoshi zur Pokémon. Die Reise von Game Freak ist wirklich eine Geschichte der Hingabe und des kreativen Einfallsreichtums. Aber kommen wir jetzt zu der Frage, wieso erschien es jetzt ausgerechnet auf dem Game Boy? Immerhin wurde ja auf dem NES und dem Game Boy vorher entwickelt. Um 1990 herum begann Tajiri das Konzept von Capsule Monsters zu entwickeln, was später dann in Pokémon umbenannt wurde. Die Idee war einfach, aber revolutionär. Spieler sollten Kreaturen fangen, sammeln und tauschen können. Ein zentrales Feature war das Game Boy Link-Kabel, das den Spielern ermöglichte, ihre Game Boys zu verbinden, um Pokémon zu tauschen oder gegeneinander kämpfen zu lassen. Dieses soziale Element des Spiels war damals völlig neu und faszinierend, weil Spieler auf eine völlig neue Art und Weise miteinander verband. Mit dem Super Nintendo oder ähnliches ging das halt nicht so. Tajiri hatte jedoch viele Herausforderungen zu bewältigen, um seine Vision zu realisieren. Die Entwicklung eines so komplexen Spieles war teuer und natürlich auch zeitaufwendig. Er musste Investoren und Partner für sein Projekt gewinnen. Und hier kam Shigeru Miyamoto ins Spiel, der berühmte Schöpfer von Mario und einen der führenden Köpfe bei Nintendo. Ihr kennt ihn sicherlich alle. Miyamoto erkannte das Potenzial von Tajiris Idee, wurde zu seinem Mentor. Er half, das Spielkonzept zu verfeinern und das Projekt voranzutreiben. Miyamotos Erfahrung und Unterstützung waren entscheidend für den Fortschritt des Projekts. Ein weiterer wichtiger Mitarbeiter war Ken Sugimori, der Künstler hinter den ersten Pokémon-Designs. Sugimori spielte eine wesentliche Rolle dabei, die Vielfalt der Pokémon-Welt visuell zum Leben zu erwecken. Seine kreativen und vielfältigen Designs machen die Pokémon-Welt lebendig und faszinierend. Jedes Pokémon sollte einzigartig und auch erkennbar sein, was eine große Herausforderung war, die Sugimori jedoch meisterhaft wirklich bewältigte. Die frühe Unterstützung von Nintendo und die kreative Zusammenarbeit zwischen Tajiri, Miyamoto und Sugimori legten den Grundstein für die Entwicklung von Pokémon.
Das Projekt war eine Kombination aus Tajiris Vision und den Beiträgen seiner Mitarbeiter, die zusammen eine einzigartige und wirklich faszinierende Spielerfahrung schufen. Es war nicht nur ein Spiel, sondern eine ganze Welt, die darauf erwartete, entdeckt zu werden. Aber warum fiel die Entscheidung ausgerechnet auf den Game Boy? Der Game Boy war damals ja schon seit mehreren Jahren auf dem Markt und galt als technisch durchaus veraltet. Trotzdem entschied man sich für diese Plattform, und zwar aus mehreren Gründen. Erstens war der Game Boy wegen seiner Tragbarkeit und langen Batterielaufzeit bei den Spielern sehr beliebt. Das passte perfekt zu der Idee von Pokémon, die Spieler dazu ermutigen, miteinander zu interagieren und auch Pokémon zu tauschen. Wie schon angesprochen, das Link-Kabel war natürlich wichtig, ne? Ein weiterer wichtiger Punkt war die Fähigkeit des Gameboys, über ein Link-Kabel zwei Geräte zu verbinden. Das ermöglichte es, wie erwähnt, den Spielern Pokémon zu tauschen und gegeneinander zu kämpfen. Das wirklich ein zentrales Element des Spiels ist und was wirklich nicht unterschätzt werden darf. Diese Funktion war, wie gesagt, einzigartiges und trug maßgeblich zum Erfolg der Serie bei. Trotz der Bedenken über den abnehmenden Markt des Gameboys war Game Freak überzeugt, dass das Spiel trotzdem erfolgreich sein könnten. Weil man denkt, sie wussten nicht, was für einen großen Hype das Ganze auslöst. Sie entwickeln das Spiel über 6 Jahre hinweg, trotz finanzieller Schwierigkeiten und Abwanderung von Teammitgliedern. Die Investition von Creatures Inc. und die Unterstützung durch Nintendo, insbesondere natürlich von Miyamoto und später Satoru Iwata, halfen das Projekt jedoch abzuschließen und zu veröffentlichen. Als Pokémon 1996 in Japan erschien, war es sofort ein Hit. Die Kombination aus Sammelleidenschaft, taktischen Kämpfen und sozialer Interaktion fand wirklich einen riesengroßen Anklang. Das Spiel profitierte enorm von der tragbaren Natur des Game Boys und dessen Spielern ermöglichte, ihre Pokémon-Abenteuer überall hin mitzunehmen und mit Freunden zu spielen. Die ersten Pokémon-Spiele, also Pokémon Rot und Blau, wurden 1996 in Japan, 1998 in den USA und endlich 1999 bei uns in Europa veröffentlicht. Entwickelt von Game Freak und veröffentlicht von Nintendo, starteten sie eine Serie, die bis heute Millionen von Fans begeistert. Zuerst kam nur die Version Rot und Blau heraus und später auch die gelbe Version, in der ihr den Fanliebling Pikachu als euren Begleiter haben durftet. Die Spiele führen euch in die Kanto-Region, wo ihr natürlich versucht, der beste Pokémon-Trainer zu werden, indem ihr alle Arena-Leiter besiegt und danach nur noch die Top 4 besiegen müsst. Aber wie macht ihr das Ganze? Ihr könnt Pokémon fangen, trainieren und in rundenbasierten Kämpfen gegeneinander antreten lassen. Jede Pokémon-Art hat einzigartige Fähigkeiten und können sich weiterentwickeln, was eine strategische Tiefe hinzufügt. Ach ja, was sind Pokémon eigentlich? Ganz kurz zusammengefasst: das sind süße kleine Wesen, die an Tiere erinnern und das Land bevölkern. Die Kämpfe in Pokémon Rot und Blau sind rundenbasiert. Zwei Pokémon stehen sich gegenüber und führen abwechselnde Attacken aus. Ihr wählt aus einem Menü aus, welche Aktion euer Pokémon ausführen soll. Eine Attacke, einen Gegenstand benutzen, das Pokémon wechseln oder flüchten. Letzte Option ist allerdings nur in wilden Kämpfen möglich und nicht in Arena-Kämpfen. Jede Attacke hat eine bestimmte Anzahl an AP, die bestimmt, wie oft die eingesetzt werden können. Jedes Pokémon hat verschiedene Werte wie KP, also Kraftpunkte, Angriffspunkte, Verteidigung, Spezialangriff, Spezialverteidigung und Initiative, die eine Leistung im Kampf bestimmen. KP sind dabei besonders wichtig. Wenn die KP eines Pokémon nur auf 0 fallen, ist es kampfunfähig. Der Kampf ist gewonnen, wenn alle Pokémon des Gegners kampfunfähig sind. Einer der tiefsten strategischen Komponenten des Spiels ist das Typensystem. Es gibt verschiedene Pokémon-Typen wie Feuer, Wasser, Pflanze, Elektro und so weiter. Und jede Attacke hat einen bestimmten Typ. Bestimmte Typen sind gegen andere effektiv oder ineffektiv. Beispielsweise ist eine Wasserattacke sehr effektiv gegen Feuer-Pokémon, während eine Pflanzenattacke wenig Schaden gegen ein Feuer-Pokémon verursacht. Das erfordert vom Spieler, seine Pokémon und deren Attacken strategisch auszuwählen. Also klassisches Schere-Stein-Papier-Prinzip. Ein weiteres Feature ist die Möglichkeit, eure Pokémon zu entwickeln. Wenn ein Pokémon eine bestimmte Stufe erreicht oder unter bestimmten Bedingungen, kann es zu einer stärkeren Form sich weiterentwickeln. Dies fügt eine zusätzliche strategische Ebene hinzu, da sich die Werte und manchmal auch der Typ eines Pokémon ändern können. Ihr merkt also, das Gameplay besteht aus der Erkundung der Welt, Durchführen von Kämpfen und das Aufleveln eurer kleinen Begleiter. Dann seid ihr irgendwann mächtig genug, um auch die großen Trainer zu besiegen. Eine besondere Innovation war damals auch das Tauschen von Pokémon zwischen den beiden Editionen. Ihr müsst mit anderen Spielern zusammenarbeiten, um alle der verfügbaren 150 Pokémon zu fangen. Einige Pokémon konnten nämlich nur durch Tausch sich weiterentwickeln. Ihr musstet also wohl oder übel mit anderen Spielern interagieren und hoffen, dass sie sich die andere Version gekauft haben. Eine tolle Funktion, aber hier lag wahrscheinlich der wirtschaftliche Aspekt natürlich im Vordergrund. Ihr bekommt quasi nicht das komplette Spielerleben, wenn ihr einfach nur eine Version kauft und spielt, aber das ist jetzt nicht weiter wild, um ehrlich zu sein. Die Grafik von Pokémon Rot und Blau ist einfach, aber funktional. Sie nutzt die begrenzten Fähigkeiten des Gameboys optimal aus. Das Soundtrack der Spiele ist natürlich ikonisch und das natürlich zu Recht.
Ich wette, dass viele von euch die Melodie noch heute ständig im Kopf haben. Was powern die Pokémon-Spiele auf den Gameboy also heute noch? Sie haben einen bleibenden Eindruck hinterlassen und das ist noch heute auch sehr spielenswert. Ich war ehrlich gesagt skeptisch, weil ich mit dieser Welt nicht so viel anfangen konnte bisher, aber die Spiele sind auch ohne Nostalgiebrille immer noch einen Blick wert und zeigen einfach, was für ein tolles Spiel das damals sehr betagte Gameboy bekam. Einer der besonderen Merkmale der Pokémon-Spiele sind die verschiedenen Versionen. Um das vollständige Spielerlebnis zu bekommen, brauchte man immer einen Bekannten, der zufälligerweise eine andere Version hatte. Aber welche genau gab es jetzt auf dem Gameboy? Zum Start gab es erstmal nur die rote und die blaue Version. Hier waren alle 151 Pokémon der ersten Generation vertreten, aber ihr konntet wie angesprochen nicht alle erhalten. Manche wurden exklusiv einer Version zugeordnet und wenn ihr die anderen haben wolltet, musst ihr diese mit der anderen Version dann tauschen. Später kam noch die gelbe Version dazu, die mehr von dem Anime profitieren wollte. Hier folgte euch wohl das bekannteste Maskottchen des Franchises, Pikachu, auf euren Weg. Hier wurde auch eine bessere Farbpalette für den Game Boy Color mit eingebaut und es gab einige Referenzen zu den Animes, wie zum Beispiel das Team Rocket. 2018 kam dann auf der Switch eine Art Remake unter dem Namen Let's Go Pikachu bzw. Evoli raus. Aber wieso nur eine Art Remake? Anstatt das Spiel einfach nur aufzumöbeln, wurde hier das Original mit dem beliebten Pokémon Go Handyspiel kombiniert. Unter anderem wurden hier die Zufallskämpfe gestrichen und man sieht die Pokémon direkt in der Welt. Steuerung wurde angepasst und so weiter. Alles viele Kleinigkeiten. Es ist also in vielen Belangen eine modernere Neuinterpretation und nicht einfach nur ein Remake. Pokémon Franchise war damals wie natürlich heute eine riesige Sache. Wer hätte gedacht, dass hier aus einer so einfachen Idee wie das Sammeln von Insekten etwas so Tolles entstehen kann. Die Anfänge auf den Gameboy mögen im Vergleich zu heute natürlich etwas primitiv wirken, sind aber wirklich zeitlos. Ich finde es wirklich eine wunderbare Sache, dass der Gameboy so spät und mit einem solchen Kracher wiederbelebt wurde, bzw. länger am Leben gehalten wurde.